Ein herzliches Hallo von mir an euch. Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Wir sind immer noch im Halloween-Event. Ich dachte eigentlich, dass das nur bis zum 4. November gehen sollte. Wir haben heute den 7. November. Aber okay. Dann soll dem so sein. Wir sind mit Bill unterwegs. Und ich habe tatsächlich mal Verwandt eingestellt. Weil ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd, wenn man alleine spielt. Und man einfach sieht, ob die Mates denn retten gehen oder nicht. Ja, heute ist eine ganz normale Runde. Am Donnerstag steht wieder die Naked Challenge an. Und ich glaube, wir sind diese Woche wieder mit einem weiblichen Charakter dran, wenn mich nicht alles täuscht. Also Michaela war gerade dort hinten. Sie hat ja ihren Hexenhut auf. Wird nicht weiter gejagt. Ist eigentlich auch gut, dass ich auf der Seite vom Gen sitze und nicht hinterm Gen. Aber okay, sind wir jetzt zu zweit. Ich würde eigentlich gerne dann im Keller den Generator wegmachen. Bleib doch dran, Mac. Ein Schweinchen. Oh. Bambuse. Sie dürfte mich mit Barbecue nicht gesehen haben. Die Michaela rennt los, weil sie gejagt wird. Was winkst du denn? Komm doch schon. Gut, schnell heilen, bevor dort hinten vielleicht ein Gen angeht. Damit sie dann schon mal losrennen kann, ihre Falle loswerden. Ist hier Barbecue am Start? Okay, sind vorm Haken. Sie facecampt! Du, Lee, Yunjin Lee, sie facecampt. Was ist denn das aber jetzt auch für eine Art und Weise? Also, Entschuldigung, aber... Das ist kein Fenster. Sie hockt, da seht ihr sie, vorm Busch. Ja, Yunjin Lee, jetzt hättest du müssen. Sie bleibt da. Wird ernsthaft weggekämpft. Nein, Mac, nicht. Sie sitzt dort. Ja. Jetzt liegt Mac wieder. Jetzt haben wir gar nichts gekonnt. Ich gehe jetzt hier in den Keller. Mach den Gen jetzt weg.
es bringt jetzt nichts, wenn wir uns alle immer suiciden. Jetzt jagt sie Michaela. Jetzt will sie Michaela aus dem Spiel haben. Gut, dass ich Verwandt eingesteckt habe, oder? Ich sehe das Schweinchen zwar nicht, wenn es hockt, aber ich sehe ja, wo die Silhouette verschwindet. Also. So, und da ist sie wieder. Und Mac kann halt jetzt auch nicht winken, um zu zeigen, Achtung, sie ist hier, weil Mac ist in der zweiten Phase. Ich würde auch gern oben das Totem dann wegmachen. Yunjin Lee, es bringt leider absolut gar nichts. Du müsstest in der Zeit bitte den Generator anmachen. Wir kriegen Mac nicht mehr gerettet. Es ist kacke, aber wir kriegen Mac nicht mehr gerettet. Wir können tun, was wir wollen. Also wir müssten jetzt alle dorthin, aber ganz ehrlich, das ist es mir nicht wert. Ich möchte dem Schwein die Kills jetzt nicht schenken. So, es ist wieder ein unnötiger Tausch. Aber wie gesagt, okay, ich glaube, am Ende haben wir eh noch Müd. Ich habe keine Totems gemacht. Was macht Michaela dort hinten mit ihrer Falle? Ach, das ist so ein Entschärfer-Ding. Ich hoffe, sie kriegt ihre Falle jetzt los. Sonst ist sie nämlich RIP. Ja, das war's dann auch mit Michaela. Ach, scheiß drauf, Leute. Ich mache jetzt hier den Gen an. Ich sterbe mal wenigstens mit Müd. Ja, sie geht zu Yunjin Lee zurück. Ich hätte es nicht vorher geschafft. Es ist, ich muss ganz ehrlich sagen, eine ausweglose Situation. Clever wäre, wenn sie sich jetzt sterben lassen würde. Und ich dann hier vielleicht noch die Luke finde. Sie war dort hinten am Haken. Tut mir leid für Yunjin Lee. Aber was soll ich machen? Ich weiß nicht, ob sie Nöte hat. Oh, und sie kommt. Oh, gibt ihr keinen Hit. Ja. Man hätte, wenn der Killer gecampt hat, gemeinsam dorthin gehen müssen. Und gemeinsam die Leute vom Haken holen. Und zwar so, dass nicht derjenige, der abhakt, schon verletzt war und dann instant liegt, sondern einer hängt, drei hocken da. Das heißt, zwei können ablenken und einen Hit tanken. Und der dritte, wenn der Killer abgelenkt ist, huckt schnell ab und rennt weg mit dem vom Haken. Aber das ist schwierig in einer Lobby, wo man nicht miteinander sprechen kann, sowas dann zu koordinieren. Es gibt Runden, da klappt das, wo man sich denkt, wow, krasse Aktion. Wir haben nicht miteinander gesprochen, aber es hat funktioniert. Aber es hat hier nicht funktioniert. Und gerade wenn man nach dem ersten Haken sieht,
Die Facecam, die hockt dort. Dann bringt es nicht, wenn drei Leute dorthin rennen, sich umbringen lassen, weil der Killer hockt immer noch vorm Haken. Naja, egal. Ich wurde ganze 6 Sekunden gejagt, diese Runde. Gefühlt gar nicht. Aber wir sind rausgekommen. Das ist jetzt das finale Ergebnis. Ich bin rausgekommen. Ich habe eigentlich nur Gems gemacht und einmal gerettet. Immerhin. Besser als nix. In diesem Sinne, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns sehr gern am Donnerstag wieder. Wir versuchen die Naked Challenge mit irgendeinem weiblichen Charakter. Ich muss mir noch einen raussuchen. Und vielleicht entkommen wir da ja auch. Schön wär's. So, in diesem Sinne, bis Donnerstag. Bleibt gesund und macht's gut.